Heute Morgen geht die Suche nach dem Täter von Solingen weiter. In der ganzen Stadt wurden Absperrungen aufgebaut und Sichtschutzwände aufgestellt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, nachdem der Angreifer nach seiner Attacke gestern Abend gegen 21:30 geflohen war. Er hatte auf dem Frohnhof, einem Marktplatz in der Innenstadt von Solingen, wo gestern Abend ein Stadtfest begonnen hatte, wahllos mit einem Messer Besucher attackiert. Am Vormittag äußert sich der Solinger Oberbürgermeister zu der Tat. Gestern Abend sind unsere Herzen auseinandergerissen worden. Wir in Solingen sind voller Entsetzen und voller Trauer. Das, was gestern in unserer Stadt geschehen ist, das hat kaum jemand von uns schlafen lassen. Bei dem Festival zum 650. Jubiläum Solingens trat auf einem anderen Platz zur gleichen Zeit der bekannte DJ Topic in seiner Heimatstadt auf. Dann kam schon irgendwie nach 10, 15 Minuten jemand auf die Bühne und hat gesagt, wir wissen nicht, was los ist, war wohl eine Messerstecherei. Nach etwa einer Viertelstunde stoppten die Organisatoren dann das Konzert. Aber wir haben durch einen Messerstecher am Frohnhof sehr, sehr viele Schwerverletzte. Und wir möchten euch bitten, dass ihr geht. Die Polizei hat die Bevölkerung aufgerufen, den Ermittlern Handyvideos vom Tatort oder dem möglichen Täter zur Verfügung zu stellen. Wir betreiben sehr, sehr viele Ermittlungen im Augenblick parallel. Und das sind einmal die Ermittlungen der Kripo, die richten sich insbesondere auf den Täter. Wir möchten eine genaue Täterbeschreibung haben. Das ist schwierig, Zeugen stehen unter Schock oder können im Augenblick nicht sprechen. In der Nacht besuchte NRW-Innenminister Reul den Tatort in Solingen. Er rief dazu auf, keine Spekulationen über den Täter und die Tat in den sozialen Netzwerken zu teilen. Die Tat selbst sei erschütternd, so Reul. Auch Bundeskanzler Scholz äußerte sich. Wir alle trauern um die Toten. Wir bangen mit denjenigen, die verletzt sind, dass ihr Leben gerettet werden kann und sind mit den Angehörigen all der Verletzten und Getöteten und mit der ganzen Stadt. Jetzt muss alles getan werden, damit Recht und Gesetz durchgesetzt werden können und der Täter hart bestraft wird. Wir dürfen so etwas in unserer Gesellschaft nicht akzeptieren und uns niemals damit abfinden. Das Festival der Vielfalt in Solingen sollte das ganze Wochenende über an unterschiedlichen Orten in der Stadt Programm für die ganze Familie bieten. Die Stadt hat die Feier nun abgesagt.